Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Heute wieder eine Massenaufnahme hier. Maru, du bist noch in grün, ne, by the way. Ja, ich flieg grad los. Ach so, okay. Mit Sunny. Hallöchen. Kaden. Hallihallo. MacManius. Guten Abend. Rata. Ein wunderschön. Und Maru, wie man ihn vorhin schon gehört hat. Ja, hi. Ja. So. Und jetzt sind wieder alle weg. Genau. Ja. Eine Frage in die Runde. An Kaden und Mac, habt ihr mich beklaut? Nein, immer noch nicht. Was? Ach, nee, falsch rum. An Maru und Mac. Was? Ich hab dich nicht beklaut. Okay. Ja, okay, gut. Dann das sind, ist das nächste Haus leer. Dann sind eure Warum Häuser schon. Das ist vor der Aufnahme. Einfach so, weil, weißt du... Willst du mich jetzt schlecht machen? Ach, hast du mich beklaut? Ich bin ehrlich. Ernsthaft jetzt? Ja. Dein Ernst jetzt? Ja, du hast dein Haus unsicher gelassen. Ey, what the fuck, du baust... Ich wusste nicht mal, dass du das bist. Es stand ein Haus außerhalb der Safe-Zone, was einfach nicht sicher war. Und ich bin rein und es lag so unglaublich viel Nützliches drin. Team Rot in dein Haus. Du weißt aber schon, dass meine Erze gesichert waren, ne? Das weißt du schon. Inwiefern gesichert? Der Raum war zu. Es war keine Tür zu dem Raum. Und die Räume darf man nicht aufbauen. Moment. In dem Wir waren war, nur in dem war Hauptraum. Durch, es war durch Dirt gesichert. Du bist ja durch die Tür durchgegangen. Das ist ja keine Sicherung. Okay. Doch, ist eine Sicherung, weil man sieht, dass es gebaut wurde von mir. Also das ist dann wiederum... Regelauslegung. Also, dass es von dir war, ist... Nee, nicht von mir, aber es ist... unbekannt man weiß, dass es dann gebaut war, weil... Stand ein riesiges, nicht definierbares Konstrukt auf einmal mitten ja, eben. In der Safe-Zone. Aber das ist ja dann klar, dass es nicht... Das ist ja dann klar, dass es nicht selbst entstanden ist. Ja, aber wenn ich jetzt ein Haus baue und baue das mit Cobblestone rundherum, dann kann ich mich genauso reinbuddeln. Das ist ja auch nicht verboten. Nee, darfst du nicht. Natürlich. Nein, darfst du nicht. Genau, es ist ja nicht. Hallo. Ja, es ist aber nicht aus Cobblestone meins. Meins ist aus Chisel. Und das wird nicht selbst irgendwie. Der Boden war aus Erde. Gefunden. Ja, ich könnte sogar jetzt hingehen und deine Kiste ist von unten sogar benutzbar. Ja, nee. Die Kiste ist mir egal gewesen. Aber die Kiste, die. Ihr wart ich also nicht. Warte ganz kurz. Ihr wart aber nicht in dem Steingebilde. Ich war nicht mehr in deinem Haus drin. Und das Steingebilde, das war durchstört. Da war nichts mit irgendwie gesichert. Ja, doch. Nein, da guckst du dir doch an. Ach, aber wusstest du, ich bin dir gesagt, mal vorbei. Okay, Leute. Kannst du mich helfen, das Ding aufzubauen? Ich muss aber es tut mir leid, also ich, ach so, wusste nicht, kann ich, dass es, ich wusste nicht, dass es deins war. Ich stand einfach nur rot. Ja, einen kannst du sogar schon platzieren. Nee, du kannst schon zwei Stück kannst du schon platzieren schon. Wo denn? In deinem Haus dann? Ja, genau, da hab ich's gebaut, weil ich war der angefangen hat und dachte mir, wenn ich schon so weit laufen muss, dann baue ich es hier hin. Jo. Mac. Ja. Ja. Mach mal deine Tür zu. Ah, hier. Okay. Wo wohnst du denn? Keine Ahnung. Ein Tesserakt muss wahrscheinlich zwischen die beiden. Okay, warte, Leute. Ich kenne da so eine Internetseite, die nennt sich YouTube. Lesen, ja. So, der andere muss da dran. Ja, und dann? Ja, dann guck ich, wo du wohnst. Hier, genau, davor. Und mach das, was ich versprochen habe. Der andere muss nach oben, aber ich weiß noch nicht, wie ich das umzumachen muss. Was denn? Hast du jetzt einer Geheimnis, mein Freund. Geheimnis. Na, dann mach das. Okay. Wenn du meinst, dass es... Aber einer muss nach oben, aber oben ist nicht gebaut. Von dir ist. Ja, dann gib mir mein Zeug zurück. Dann verbinde ich schon mal. Das ist gar nicht so einfach. Dann gib mir wenigstens die Dinkers Construct Sachen zurück, die ich hatte. Mein Rapier dein, oder so. Dein Rapier habe ich hier, den kannst du haben. Dein Rapier habe ich hier. Brother? Aber ja? Weißt du... Willst du das Hühnchen? Schau mal. Aber guck mal, wie oft kann man das denn scheren, Alter? Wie gesagt, wenn man nicht das ist dann immer schwierig. Ich komm mal rüber zu dir. Ich komm mal eben Ender in Safari in der zweite Mal. Noch eine Spitzhacke in Rose? Nee, ich hab keine Enderperlen mehr. Verdammt. Eine Spitzhacke? Achso, warte einen Moment. Eine also, Tinker's Construct nicht, in Rose? Mitgenommen habe, weil ich hab eine Pickaxe. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige... das möchte ich auch dazu sagen. Ich weiß ja auch nicht, ob ich der Einzige war, der da drin war. Also, ja, wie gesagt, ich weiß nur, dass ich extra dafür gesorgt habe, dass hier das Steingedöns gesaved ist. Aber komm einfach mal, dann kann ich dir zeigen, was ich meine davon. Okay. Warte mal, die sind public, ne? Kann ich dir dann eigentlich so ausfragen? Aber ich muss ehrlich sagen. Das kann man unendlich stellen, das Huhn oder was? Es gibt ja auch im echten Leben. Ja. Es gibt ja auch im echten Leben Strafmilderung, wenn man sich kooperativ zeigt, ne?
Jetzt kann man echt unendlich scheren, dann hab ich kein Wollproblem mehr. Ja, Alter, ohne Witz, ne? Wäre klar. Also es ist nämlich so, Max. Das ist nämlich so. Sauber, Alter. Ich will auch einen Huhn haben, aber ich das, kann hier habe ich noch was. Die Strafe wäre eigentlich. Die Strafe wäre eigentlich ein kaputtes Haus gewesen. Kann man die Hunde züchten? Ja, in der Safe Zone, ja. Ja, egal. Hauptsächlich kaputtes Haus. Okay. Aber komm einfach mal, komm her. Unten im Keller. Warte, kann ich mir auch einen Wollmilchhuhn bestellen? Halt, alle nicht durcheinander hier, meine Güte, ey. Da steht jetzt ein Huhn mit einem Pikachu-Hut. So, jetzt muss ich mir überlegen. Also, wie gesagt, dadurch, dass das Haus nicht gesaved war, kann ich dir was drauf nicht sagen. Ich kann dir gerne zeigen, was ich meine. Komm einfach mal kurz her, bitte. Ja, ja, ich sag nur, ich weiß nicht, ob ich da einzigste war. Wie viel ist der Obsidian-Huhn am besten? Ich weiß nur, der eine Raum, wo meine Ärzte drin waren, der war gesichert und die waren leer. Moment. Das finde ich halt ein bisschen scheiße. Man sieht, dass es nicht von alleine hergekommen ist, also gebaut wurde, und man darf nichts, was irgendwie gebaut wurde, man darf sich nirgendwo durchbuddeln. Das stimmt ja so nicht. Du darfst dich, wenn es quasi keine gebaute Blockwand ist, es ist halt nur Erde. Ja, ja klar, aber es war ja nicht. Ja, jetzt schon, komm kurz rein. Für diese eine Aufnahme. Ist immer noch nicht gesichert. Doch, ist es. Ach, jetzt hier, okay. Ist es. So, pass auf. Und jetzt den Raum meine ich. Den hier. Ja. What the fuck? Der war plötzlich. Aber nicht so, wie er jetzt ist. Nee, der war mit Dirt zu. Ja, aber trotzdem ist das sicher. Maru, soll ich dir dein Huhn ins Haus stellen? Bei dir ins Haus? Weil bei denen kann man sich nirgendwo reinbauen, außer wenn du schon in dem Gebilde bist und das ist nicht. Oh, mein Master Staff. Alter, du hast sogar meine Dracheneier geklaut. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich mag Eier. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir irgendwie. Meinst du oder? Aber warte mal, ich bin ja. Warte mal, ich hol dir noch ein paar Erze. Was denn? Dankeschön. Achso, hier kommt noch der Rest hin, der dann quasi die Dinge abfallen, genau. Was, welche Kisten sind die? Bitte? Welche Kisten sind die Netherdinger? Netherdinger, was willst du von mir? Was? Der Ender, Obsidianblöcke. 4, 5. Jetzt komme ich wieder in der Aufnahme hier zu gar nichts. Obsidianblöcke, was? Das ist doch ein Mist. Alter, in welcher Aufnahme hast du mir das geklaut? In der letzten, die du gemacht hast, ne? Diese scheiß Dinger! Nee, das ist schon länger her. Okay. Achso, also von was wolltest du jetzt von mir? Obsidian, ich will mitbauen. Achso, hast du die Obsidian rausgeholt aus meinem Lager? Ich weiß nicht wo, in deinem Lager, da muss ich erstmal reingehen dürfen. Alter, ja, hab ich doch gerade gesagt, hier kennst du. Weißt du, wie ich geraged bin, Mac? Ich einfach nur. Weißt du, wie das Lager funktioniert hier, ne? Ja, ich hab sogar eins. Ich bin so richtig geraged einfach, als ich das bemerkt habe. Kristall ist das, glaube ich. Kristall-Obsidian. Hast du das aufgenommen? Ja, klar, habe ich aufgenommen. Hä? Das müssen wir mal angucken. In der Schüssel ist oben rechts, ist das irgendwie. Ach, Mac, das ist ja der Amethystfarben, der drin steht. Weißt du, was ich sofort gesagt habe, als das geschehen ist? Ich hab gespawnt, weil ich einen Safari jetzt brauchte. Ich hab gesagt, da ist er sicher, Alter, der es war, ich sprenge dessen Haus in die Luft, egal was kommt. Meine Obsidian-Farm ist hier oben, wenn der gucken willst, kommen wir mit. Zeig und ich selber eine. Im Endeffekt wäre das jetzt gemein von mir, weil du gibst mir ja mein Zeug wieder zurück. Hier wird geschmolzen. Ja. Du hast gerade Level gesagt, ist egal. Es war einfach nicht viel wahrscheinlich. Und wenn du noch höher gehst? Aus irgendeinem Grund habe ich 62 Level, frag mich nicht warum. Hast du gekriegt? Ich habe 62 Level jetzt, anscheinend habe ich bekommen von der. Karl, bist du daheim? Okay, ich bin gerade unter da, dir. Da, siehst du da, lass ich drin spawnen. Ja, warte, ich komm zum. Da bin ich. Als manuell mit betankt worden, ne? Was spawnt da drin? So, komm mal runter hier, guck. Sag mal, fehlt mir jetzt Level? Ich wollte den Mann vorbeibringen. Hast du vorher auch Level oder hast du nicht so viele? Ein Huhn. Ich hätte, glaube ich, ein Huhn. Level. Welches Huhn denn? Zeig her mal. Schau mal wieder. Ich kipp einfach rein hier. LOL. Ja, ist ja eh für den Spawner. Alter. Die Level brauchst du nicht für den Spawner nehmen. Wie geil! Auf der anderen Seite. Einfach mit einer Schere, oder was? Achso. Ja. Es gibt sogar Milch des Huhn. Was? Okay, bitte schau, dass es nicht wegläuft. Schau bitte kurz, dass es nicht wegläuft. Ja, also, so. Warte, ich kann es auch nochmal einfangen. Bitte? Obsidian, ja, komm her. Es ist schon schwierig, zwei Gesprächen zu folgen hier. Entschuldigung. Da. Ich hol mir selber Obsidian. Sorry, Leute. Weiß nicht klar. Wohin wie da? Wie war's da? Oder? Obsidian. Oh, da drin. Ach, das kommt in der Kiste. Oh! Ist das richtig Obsidian? Oh, du hast sogar meine Blöcke mitgenommen. Boden. Falsch, okay. Warte kurz, kein Platz mehr im Winter. Nimm Obsidian, hast du eine Schüssel? Nee. Dann mach ich das sowieso machen. Warte mal, ich hol mal eben. Dankeschön. 200 Obsidian einfach mal. Dennis, bist du auch noch so ein Huhn? Obsi. Warte mal, hast du das jetzt rausgenommen? Ich hab alles rausgenommen, ja, aus der Luggage. Damit. Ja, hier ist noch eine volle. Alter! Das alles hast du mir geklaut? Nein, der Tank war mir. Ach, egal, bald. Wo ist die Einzel? Nee, du kannst den Tank gerne wieder haben, denn Tanks sind für mich nicht nötig, also ich baue da nichts wirklich was mit.
Also willst du ihn wieder haben, oder? Weiß ja, ja, hör mal raus. Chris ist er da. Nimm ihn dir kurz da raus aus, der, Sex, aus so. Der Truhe da. Aus, das ist aus dieser hier, wo ich gerade alles aufgemacht habe. So, jetzt hast du... Ich habe einen Villager gefunden, der für 9 Gold einen Emerald ausspuckt. Das Problem der Sache ist, dass nur der letzte... Warte kurz, hier, ich gebe ihm wieder in die Luggage. By the way, ja. Ganz kurz, Mac. Hm? Du hast Och, so denn, das mir den falschen Rapier genau. gegeben. Aber es ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ah, definitiv. Hier machen wir das so zu, würde ich sagen. Moment. Der muss komplett zu. Du weißt, wie es aussehen muss, ne? Ja, schmeiß mal her. Grob ja, aber nicht mehr genau. Weil meiner hatte kein Auto-Repair. Ich glaube, hier machen wir zu, jetzt machen wir quasi einen nochmal drauf und lassen wir die Schleim das Bonn hier in den Lava-Belt fallen. Dankeschön, das war meiner, hast du recht. Das heißt, hier muss man noch zumachen. Getauscht. Ne? Ja, Dankeschön. Genau. Ah, warte mal, hier unten. Hallo? Kommst du da raus? Ich glaube, das ist die Höhe hier. Warte mal, ist das ein Doppelband hier? Ne? Ja, müsste eigentlich. Die Westseite und Nordband müssen doppelt sein, glaube ich. Weil hier muss noch eine Kiste hin und ein Item-Collector. Den war ich gerade am Bauen eigentlich. Okay. Maru? Ja. Wo seid ihr jetzt? Ich war bei Ras am Haus bauen. Alter, darf ohne ich Witz. Ich mir das mal anschauen. Klar, komm vorbei. Mac, danke, dass du mir alles zurückgegeben hast. Ne? Ja, kein Thema. Also, wie gesagt, bei Frame und also da, wo Frame vorher war. Ich bin einfach so geraged, ne? Das kann ich mir vorstellen. Die habe ich auch nicht rausgenommen gehabt, weil ich dachte schon, das würde sich nicht da du von dir aus, wo ist Rattas Haus? Maru? Ja, Maru. Von meinem Haus Diamant aus, das ist im Süden. Okay. Ja, wenn ich jetzt wieder wüsste, guck mal, das Süden ist. Süden. Ist der Spawner, muss der so viel Platz haben? Nein? Denn? Alter, was ist das für ein Hühnchen, Alter? Das ist geil, oder, das Hühnchen? Ja, Mann! Das gibt endlos Wolle! Das ist ein bisschen Imber. Das habe ich heute alles gemacht, innerhalb von 3 Folgen. Im Mobspawner ist ein Zombie gespawnt. Also, ich feiere das gerade irgendwie. Ah, ich darf da keine Rainforest Strongbox hinstellen, ne? Die ist ja die ist ja dann gesichert, ne? Strongboxen sind gesichert, ja. Du kannst öffentlich machen und oder theoretisch so halb privat. Also kannst einstellen, wer ran darf. Also kann ich da auch Sachen rauspumpen, ganz normal? Achso, ja. Ja, okay. Ich glaube, hier zubauen ist richtig, oder? Warte, ich guck gleich. Okay, nachdem wir jetzt das alles geklärt haben mit meinem Haus und mit dem gestohlenen Dingen da, kehrt wahrscheinlich auch wieder Ruhe in die Aufnahme ein. Da willst du machen, oder ich weiß nicht, ob man einen höher muss. Ich glaube, das kannst du machen. Aber ich will mal irgendwas ausprobieren. Wenn ich hier meine Fackel hinschmeiße, dann ist sie weg. Okay. Passt. Mir fällt gerade so eins auf, ne? Da ist sie, okay. Passt. Sunny? Ja? Ach, du lebst noch! Okay! Wenn du da bist, ist es schwer zu reden. Nee, ich hab mir gerade total Sorgen gemacht, weil sie einfach noch nie geredet hat hier gerade in der Folge. Doch. Ja, okay, das bedeutet, wenn du das dazu machst, müssen wir diese Reihe, warte mal, 3 hoch, 1, 2, 3. Hier, die Reihe Obsidian muss weg. Okay. Da muss nämlich Soulcent hin. Da wollte ich immer noch gucken, ob ich Soulcent habe. Mann. Oh, McManus ist raus. Hä? Ich hab nur 12 eingesammelt. Mein Minecraft hat sich gerade einfach geschlossen. Wer hat Soulcent? Was? Ich hab nur so Ressourcen gehabt, wie ich für Wizard brauchte. Ja, oh, ich hab eine Potterbox gefunden. Wie geil ist das denn? Hier sind ganz viele gute Vorlagen drin. Achso, in einem Zombie? Ja, da gibt's sogar eine nur da in erhebliche Vorlage, wenn du Glück hast, mit der du einen Cutlass bauen kannst. Genau, ein Fullguard. Ein Cutlass? Wenn du einen Fullguard findest, dann unbedingt behalten. Ja. Was ist ein Cutlass? Es laggt. Worum geht's gerade? Es gibt eine spezielle Tinker's Craft Waffe, die du nur in Dörfern findest. Ja, stimmt, Cutlass ist doch noch stärker als Cleaver, ne? Fullguard-Pattern. Nee. Ah, du hast einen Fullguard-Pattern. Na, es gab noch irgendwas, was noch besser ist, glaube ich. Irgendwie so. Hab ich mal gehört. Ja, alles mitnehmen. Ascheblock, wo kriegt ihr hier Soul Sand? Ich finde nur Ascheblöcke. Ich will das Fullguard-Pattern auf jeden Fall mitnehmen. Da ist Soul Sand. Ja, hab ich. Wo ist denn jetzt meine Knabberkiste? Und ich habe mir vorhin noch Wolle einfach mühselig hergestellt, indem ich Schafe spawnen lassen habe. Achso, ich war auf dem Baumwollfeld. Wo ist das? Ja, hab ich auch, aber da kommt immer so viel mal, rum. Wie hast du dir das Chicken eigentlich gemacht, Karten? Du hast DNA? Du kannst Schaf-DNA Woody nehmen, dann kannst du jeden Objekt eigentlich, was die Gene bekommen kann. Aber auch einen Spieler, du kannst auch einen Spieler scheren. Wenn du ja, stimmt möchtest. Ja, das kann man richtig. Ja auch mit Pilzsuppen machen, ne? Das du kannst dir auch pilzig geben und milchig. Alter, endlich kann ich. Sorry für den kleinen Cut, Leute, da geht's weiter. Ich kann mir endlich ein Haus aus Wolle bauen. So. Musste das jetzt eigentlich die Wand weiter hochgezogen werden? Muss noch ein bisschen breiter werden.
Oh, wie geil, ich hab einen Villager, der für 16 Wolle ein Emerald gibt. Ey, ausruhen kannst du ruhig. Oh, nice. Du musst aber denken, bis auf das letzte ist es halt nicht unendlich, ne? Doch, ist auch unendlich. Du musst es halt immer nur mit dem letzten wieder freischalten. Ach so, okay. Ja. Muss da drin eigentlich Licht sein? Er hat ja auch noch. Oder spawnt da nicht alles? Ne, wir lassen machen da drin kein Licht, ne? Ist ja egal, wenn da was drin spawnt. Kann ja auch sterben. Kannst du da in ein Fenster lassen, mal reingucken können. Das hole ich mir noch raus, das hole ich mir ist raus. Ist es in dem einen, handelt ja auch Weizen gegen Diamanten? Der eine, den ich immer benutzt habe für meine Emerald. Weißt du, was ich cool von dir gerade fand? Das Haus, das gibt's doch gar nicht. Neben Frame. Also ich glaube, hier müssen wir noch eine Obsidian hochziehen, ne? Weiß auch gerade nicht, wo Frame ist. Ja, Frame existiert. Da außen? Ja, das existiert nicht mal, das ist jetzt mein Haus. Du bist ja meine Flammerkiste, kann man diese Luggage verlieren? Oh, der Grinder hat ihn gesehen. Nee, ich glaube, die Luggage teleportiert sich automatisch immer zu dir, wenn du zu weit weg bist. Die spawnt dir irgendwann nach. Ja. Aber das kann dauern. Und wenn du ausloggst, dann dauert es richtig lange. Leckt der Server gerade? Nee. Ja. Ja, doch, okay. Guten LP. Was mit guten? Gut. Nee, da bei dem Haus bin ich gerade. Aber das Haus ist in der Safe Zone, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, danach musst du einen hoch. Ich war der einzige Typ, der nicht in der Safe Zone gebaut hat, Alter. So. Okay. Und ihr seid die Einzigen, die bestohlen wurden. Richtig. Danke für die Erinnerung. Danke. Ja, gut, aber wo man sagen muss, dass du es leichter gemacht hast als Kaden. Warum denn? Du lässt offen stehen, alles so. Lüg doch nicht, ey. Wir waren dann vorhin gestern mit Team Grün nochmal da, die hätten auch alles rausräumen können, weil du von unten einfach reingehen kannst. Ihr wart gestern mit Team Grün in meinem Haus? Nein, an deinem Haus. Wir haben uns angeguckt und gesagt, wer hat denn das hier gebaut? Da bin ich mit Liscario, der hat auch seine Kisten offen, dass er nicht rangehen. Aha, du sagst es ihnen auch noch. Was bist du für ein Pisser? Ich hab noch ein Vollgard-Pattern gefunden. Also hier machen wir mal eine Tür rein, würde ich sagen. Irgendwo müssen wir mal später reinkommen. Alter, man kann aus Charcoal keine Blöcke machen. Hier gibt's ganz viele Pattern. Und ich würde hier auch zumachen, sonst kommt das fremde Team und klaut die Mob-Essenz. Das wollen wir auch nicht. Sag gar nicht. So. Ich will mal schnell mehr Obsidian, warte mal. Mach das. Oh, da unten fliegt jemand. Wahrscheinlich. Mein Haus wurde ja bemängelt. Da ist gerade ein Creeper auf einer Spinne geritten. Was, dein Haus wurde bemängelt? Maro, fliegst du gerade zu deinem Haus? Mein Bunker, ja. Oh, Gott sei Dank. Dann hänge ich mich jetzt einfach an dich dran. Das ist mein Schicken. Das Schicken nicht töten, das ist wichtig. Nein. Ich mach nichts. Gut. Ich hab ein Ei gelegt. War das Schicken eigentlich teuer? Also, ich meine jetzt aufwendig? Ich brauche die Maschinen herzustellen waren halt teuer, aber das Schicken an sich dann nicht mehr. Ach, Rata, ganz kurz. Weil ich gesagt habe, ich spring das Haus ja nieder und so weiter. Ich hätte gar kein DNT gebraucht, ich habe den Geist gehen. Noch einfacher. Geht's ja nicht. Ja. Wo ist mein Huhn hin? Mir jetzt erst aufgefallen, ey. Bin so klug, ey, so klug. Das ist ein Ninja-Huhn. Das Huhn hat sich in eine Lücke gezwängt. Steckt sich jetzt von mir. So, okay, Kaden, du meintest, ich darf mir von dir Lapis ausleihen. Achso, ja. Nicht süß. Dankeschön. Achso, hab ich das gesagt, hä? Können wir noch Berrybüsche gebrauchen, Raza? Was? Berrybüsche, können wir noch gebrauchen? Essenzberries. Ja, wir machen ja hinterher hier genug Mob-Essenz, aber klar kann man die noch gebrauchen. Dann müsste ich halt nochmal so. Mein Ding da oben ist voll, ich müsste halt nochmal so ein Ding aufbauen, aber das ist ja kein Problem. Darf ich bei dir reinmachen? Ja. So. Alter, meine Schere ist gleich kaputt. Oh. Ich bin am Wollefarmen, bis die Schere kaputt ist, einfach mal. Ich hab grad eine Nacht bei den Villagern verbracht. Aber wir wollen ja jetzt weiter genau, ich würde ja. Wie romantisch. Obsidian holen kommen. Wie romantisch. Eine Donation Station. Bitte? Ein Hühnchen haut ab. Loch. Du hast die Tür aufgelassen. Ich verstehe. Ich verstehe nichts. Was wolltest du mir sagen? Brother ist überfordert. Wo ist mein Huhn hin? Ist runtergesprungen, oder? Ein Drachenei! Ja. Ein Drachenei! Ach, müssen wir verhindern. Ach, cool. Tut mir leid. Ich bräuchte noch eins. Wirklich? Ja, was bietest du mir? Ich hab den Huhn gebracht, dass unendlich viel Wolle hat. Was willst du mehr? Ich finde, das ist schon weg. Gut, ja? Stimmt, ja.
Wozu hast du es eigentlich gebraucht? Also ich meine, wozu hast du... wozu brauchst du die... ich meine die Dracheneier. Ach, wie süß. Witchery, ja. Meins wurde mehr geklaut. Brauchst du zufällig auch Necromancy oder so? Wo ist der? Finde ich uninteressant. Schade. Kann ich noch ein Hühnchen haben? Meins ist weggeflogen. Oh Gott. Er lässt einfach wegfliegen, ne? Ach Gott. So, jetzt dieses Kugel hier gepackt, könnte wahrscheinlich nicht abgehauen. Ich hab Link als Hut. Wie cool. Cool. Es ist abgehauen. Das passt mal besser auf deine Hühnchen auf. Ja, geht damit gar nicht, Alter. Und der hat die Tür offen gelassen. Pass auf deine Chicken Wings auf, ey. Wo ist denn das? Ich hab gedacht, es ist Sommer, schönes Wetter. Du hast die Heizung aus. Haben auch mal die Tür offen. Scarlet Frost getötet, du bist fies. Bist du Hexen? Warum tötest du Scarlet Frost? Was soll denn das, ey? Wo ist das scheiß Hühnchen überhaupt hin? Ich hab es nur aus der Tür rein. Keine Ahnung, aber vielleicht ist wirklich geflogen. Ja, die springen normalerweise nicht schon von Klippen. Eine Frage an euch jetzt nochmal. Und zwar, Kaden, du kennst dich aus damit. Maybe. Luck, du hast ja gesagt, umso mehr Lapis, umso schneller kommt man auf Fortune 3 hoch. Ja. Aber egal, wie viel Lapis man hat, man kriegt immer Fortune 3, oder? Ja. Okay, das bedeutet eigentlich, hätte ich auch nur ein... Also benutze ich einen Modifier für Lapis und den Rest für Redstone, damit ich schnell abbauen kann, ne? Zum Beispiel? Oh, es laggt. Okay, dankeschön für die Info. Bitteschön. Maru, ich hätte ein zweites Hühnchen dabei, also wenn du das alte nicht findest. Ich will es ja, ich will es ja trotzdem machen, sonst kriegst du immer das Hühnchen, das ist auch nicht schlecht, aber ich... Das ist ja eigentlich doof, aber die müssen erstmal checken, dass sie das Huhn scheren müssen. Die brauchen ja alle noch ein Redstone-Signal. Ah, shit, ey, jetzt muss ich die alle wieder abbauen. Oh. Also, ich würde trotzdem gerne wissen, wo es hin ist. Also, ich habe aus der Tür rausrennen sehen und dann bin ich daher und dann war schon weg. So, jetzt habe ich keinen Modifier mehr. Ich mach gleich einen Raum, da schreibe ich drin, alle Eierlegende Wollmilchsau. Vielleicht hängt es irgendwo an der Decke. Eierlegende Wollmilchsau. Wohin soll ich es denn tun, damit es gleich sicher ist? Nach unten in den Kistenraum, da kannst du nicht mehr raus. Nach unten in den Kistenraum. Alter, das ist ja geil, Alter. Ich baue, glaube ich, mit meiner Tinker's Construct Spitzhacke schneller ab als mit meiner Effizienz 4. Ja, Alter. Wo ist er denn? In den Kistenraum. Ganz runter, oder? Na, hier ist ich hab das Huhn! Ich hab das Huhn! Wo? Hier, komm her, ich hab's Huhn. Ich hab's Huhn. Guck mal hier unter deine Farm. Unter die Kuhfarm. Da, in den Spalten. Da der rennt's, da hinten ist um die Ecke gerannt. Siehst du's? Komm mal hierher. Nein, ist überhaupt nicht. Hier, stell dich mal hierher. Ich bin nicht durch jetzt. Ja? Wo bist du denn? Da hinten siehst du den Arsch. Siehst du den Arsch? Das guckt da mit dem Popo hinten. Alter, brauchst du Adleraugen, um das zu finden? Ach da! Okay. Jetzt hab ich's auch gesehen! Verwandelst du dich hier nicht hier in ein Bett? Ich bin zu intelligent. Ach scheiße, ja, ich bin ja auch noch ein Bett. Darf ich das andere Huhn haben, was du jetzt mitgebracht hast? Sunny? Ja? Kannst du da hier reinschmeißen? Hast du noch Enderperlen? Ja, kannst du haben. Nö, ich finde das Biom irgendwie nicht. Wohin muss ich es denn abstellen? Kannst du jetzt meistens kurz reinschmeißen, was ich auch gemacht habe. So, dann spring ich da mal runter. Ja, wir brauchen noch einen großen Schleim, ne? Nein, eben nicht. Ich hab jetzt eingesagt. Na doch? Was bitte? Ist nicht in meinem Netz drin. Ist aber mein Netz drin. Hast du einen großen Slime oder einen Slime überhaupt in der Ach so, ja, ich hab da einen Blue Slime gesammelt irgendwo. Okay, der reicht auch, oder? Hm. Hast du in dem Safari-Netz schon, oder was? Also kannst du jetzt bitte meinen Hund da reinschmeißen? Dein Hund ist schon unten. Achso, wo ist denn? Das, was ich jetzt hab, das ist jetzt das andere Hund, das vorher da war. Das hab ich jetzt mitgenommen. Das kann der McManus haben. Ah, da unten ist es, okay. Warum wartest du kurz, bevor du weiterfliegst? Ja, ich muss eh erst mal meinen Schleim. Mit voll weinender Stimme so. Warum wartest du kurz, bevor du weiterfliegst? So. Da unten. Voll am Heulen, ey. Ah, da, okay. Ja, es hat gerade geleckt, deswegen habe ich nicht gesehen. Ich will mein Safari-Netz finden, wo mein Mammut, Triceratops. Huch, hierher oder? Ja, du kannst, wenn du möchtest, hier unten reinschmeißen. Sabercat, Pterosaurus. Oh Gott. Leicht verwinkelt die Bude. Ach ja, du warst im Tropicraft-Mod, ne, wie es aussieht. Man kann auch auf Spitzhacken neue Modifier draufschmeißen, oder? Mit Diamantblock und einem Goldblock. Ja. Geht. Ja. Ich hab den Schleim gehabt, das erfahre ich nicht. Keine Ahnung, ich finde das immer. Also, Triceratops, Sabercap, Pterosaurus, Tardis. Ah, das war ein permanentes Safari, wie heißen die denn? Safari-Net, reusable. Ja. Ja, nee, das ist voll die Lüge Wo von dir. Wo könnte ich das hingelegt haben? So, ja, überall.
Ich habe das Single-Use-Waffe jetzt noch hier drin in der Kiste. Also ich nehme mir einen Goldblock raus, den letzten Diamantblock, den ich besitze. Wie weit sind wir eigentlich mit der Folge? Weil ich habe keinen Timer gestellt. 24 Minuten, also 24,50, ja. Okay. Diese Fluidikt, kann man da irgendwas in Servo reinhauen oder sowas, damit sie automatisch gehen, dass sie keinen Redstone-Signal brauchen? Servo-Lenkung auf jeden Fall. Die Fluidikt, musst du schauen. Was könnte ich mit dem Ding gemacht haben? So eigentlich gehen. Ich glaube, ich muss einen neuen Schleim suchen, meine... Oh, diese Lags hier auf dem Server, ey. Wann wurde denn das Server das letzte Mal neu gestartet? Eine Weile her, glaube ich. Das soll man das mal machen, letzte Woche Pause. Irgendwann hast du das gemacht, Alex. Also wirklich, ey. So. Das so? So, ich habe die Kisten da gar nicht wieder reingepackt. Das heißt, ich bin irgendwann von den Kisten kannst gelandet. Gucken, wie viel so ein Servo kostet, dann baue ich davon ein paar Mal eben schnell. Ist billig. Ja. Mhm. Leute, ich Servo. Kann mir keinen neuen Modifier machen, wieso nicht? Ich habe einen Goldblock und einen Diamantblock, oder? Auch Glas habe ich doch nicht. Ein Diamant und einen Goldblock, nicht gleich ein Goldblock. So, okay, also. Nochmal bitte, nochmal was? Liegen wir jetzt zur Ratta? Ja, gleich, ich gucke mal gerade in den Kisten durch, ob ich irgendwo die Kiste finde. Ein Diamant hier. Und ein Goldblock, oder was? Let's Place, Pigman ja. Und Blauschein, okay. Ich will ja dann mal auch mit den vielen Mobs spawnen, dass wir mal austauschen. Das ist ja dann billig, ey. Mach mir das doch klar. Idealerweise haben wir, glaube ich, Hexen und schwarze Skelette drin, ne? Was? Schwarze was? Skelette? Ja, in dem Spawner. Unten meinst du? Ja, genau. Ja, fangen wir mit ein Glas mehr. Sunny, du hast gesagt, ich kann mich oben bei dir Sand holen oder was, ne? Bin ich ja. Ganz so schnell. So, warte. Ja, what? Bist du gerade da oben irgendwo? Nein, ich bin unterwegs. Aber ich darf in dein Haus, ja? Ja. Das ist dieses Cobblestone, nee, dieses Brick Holzhaus. Ah, dahinter, da war ich schon mal. Das ist das Brick Holzhaus oder welches ist das? An der weißen Treppe. Ist vorbei. Weiß Treppe, aber unten das Haus, ne? An der weißen Treppe, ja. Unten, ja. Sunny Cologne. Okay, in welcher Kiste hast du, Glas? Oh Gott. Ich hab's nicht sortiert. Wie viele Kisten du hast? Oben oder unten? Oben. Unten sind leere Kisten. Ah, stimmt, hier war das, genau. Okay, so, gucken wir mal, ob wir irgendwo Sand oder sowas finden. Was ist denn das? Der Mob-Spawner. Welches Obsidian hast du genommen? Das Haus sieht ja mittlerweile auch episch aus hier, oder? Crystal, oder? Crystal, ja, genau. Crystal ist das. Crystal Meth? Crystal Obsidian. Guckt sich gerade unser Obsidian-Ding an, oder was? Ja. Was ist Hallo. Das eigentlich, wenn man... Ja, das wird eine Mob-Essenz-Farm. Ah, okay. Eine Doch, Farm, mit der sich niemand auskennt. Muahaha. Ja. So, jetzt hab ich was gesagt, das so hier wollte ich machen. Glas brauche ich. Okay. Hast du gefunden? Ja, ja, hab ich. Danke. Einer. Da entsteht Mob-Essenz. Und mit Mob-Essenz, also oben zumindest. Wo bist du denn? Bist du nicht hier? Ja, bin hier bei Obsidian. Ja, da. So, also hier oben kommt noch Spawner hin, hier werden Slime getötet. Ja, also wenn sie hier runterfallen, dann werden die hier unten getötet. Und dann wird das aufgesammelt, der Slime. Daraus wird Mob-Essenz gemacht aus dem Slime links. Das kommt hier in den Tank, der hier unten ist, warte. Hier, also hier ist ein großer Tank. Hier ist ja kein Glas, das ist ja ein Tank. Hier, ne? Kannst du nicht tun. So, das befüllt den Tesseract. Mit dem Tesseract spawnen wir erstens oben wieder neues Schleime. Und unten, weil Schleime mehr Mob-Essenz geben, als sie verbrauchen, ne? Kann man hier unten noch irgendwas anderes spawnen. Zum Beispiel Visaskelette oder so, wenn man will. Ah, okay. Oder halt Hexen. Weil Hexen ist eigentlich immer gut. Das ist natürlich Hexen nice. Geben halt Redstone und Glowstone. Oh, pardon, schmeiß mal irgendein Item gerade weg aus deinem Inventar. Was hier in den. Wo? Schmeiß mal irgendein Item gerade auf den Boden mit Q. Das war zu weit weg. Wo hab ich denn ein Brötchen jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich es gerade vernichtet, oder? Ne, da ist es. Schmeiß nochmal weg, schmeiß mal hier hin, genau. Schmeiß mal irgendwo da rein. Ich weiß nicht, ob es noch nah genug dran ist. Nee. Ja, zumindest wenn die da hinten sterben. Und dann hier in der Nähe, also wenn die hier, dann droppen die ja hier hinten drin, theoretisch. Und wenn dann hier, wenn du das wegschmeißt, dann verschwinden die einfach vom Boden. Cool, ne? Ah. Okay. Und die landen dann hier in der Kiste. Ah, okay. So. Und was saugt die auf? Ah, was? Advanced Item Collector. Okay. Genau. Ja. Was sagt der alles? Yes. So. Cool. Ach, Servo wollte ich bauen, da war ich jetzt dran.
Ja, damit sind dann jetzt Items von den Mobs dann auch da drin und die kann man sich dann irgendwo, weiß ich nicht, wohin pumpen lassen, muss mal gucken. Jetzt würde ich mal fragen, für was ihr die ganzen Grinder braucht. Ja, Lag. Keine Ahnung. Lag. Ja, ich deck hier wahrscheinlich gerade. Also nach der Folge, wenn wir gleich fertig sind, wir sind drüber. Ja, wir sind drüber. Nee, noch nicht. Wir sind jetzt Schluss. Tschüss. Bis dann, tschüss.